Hallo und herzlich willkommen zu Perseus Titan Slayer. Ich hatte es gerade schon mal komplett aufgenommen, habe mir dann gedacht, nee, machst du nicht. Ich habe immer so den Vergleich zu Titan Quest gesucht, aber es sei vorab gesagt, es gibt keinen Vergleich zu Titan Quest, weil die Spiele von Grund auf verschieden sind. Okay, es wird nicht angezeigt, aber ich habe schon ein paar Runden gespielt, gerade bei der Aufnahme natürlich. Unter neue Runde kann man zwei Game Modes wählen, Dungeon Crawler oder Überlebende. Der Überlebende Modus, das ist so wellenbasiert. Da kann man dann gucken, wie weit man kommt. Und der Dungeon Crawler, da hier steht es auch, das ist der Kampagnenmodus. Den werden wir nehmen. Schwierigkeit Herald, mehr haben wir nicht. Dann kommt eine kleine Story und wir finden uns hier praktisch in der Auswahl, wo wir unsere Waffen wählen können. Und je nachdem, welche Waffen wir wählen, haben wir dann verschiedene Skills hier unten. Ich nehme jetzt mal den Bogen, den habe ich beim letzten Mal auch gehabt. Und hier ist der Fragmentehändler. Oh, ich habe schon was freigespielt, das hat er gespeichert, okay. Da können wir direkt mal gucken, wie das funktioniert. Plus 10 Bewegungsgeschwindigkeit ist zu teuer. Wir könnten... Ja, gut, das 2% Ausweichen habe ich jetzt genommen, das ist das, was ich mir leisten konnte. Man kann es nicht zurücknehmen. Was soll's. So, als erstes kommt man dann hier in diese Halle rein, wo man dann mit den Händlern reden kann. Man kann ein bisschen skillen. Das zeige ich euch hier. Achso, und der dreht sich nur, wenn man die Maustaste gedrückt hält. Sehr weird. Die Skills hat er nicht gespeichert, okay. Und hier in dem Laden kann man dann auch noch so seine Skill Trees ausbauen. Offensiv, defensiv, Unterstützung. Oder Artefakt, was auch immer das sein wird. Und ja, dann kann man so seine Spiele starten. Wir nehmen mal den Himmelspfeil als Upgrade. Oh. Und haben jetzt praktisch noch die Ult. Deine Angriffe haben eine Chance von 20% einen Meteoritenangriff auszulösen. Ja, das nehmen wir einfach mal rein. Wir dürfen zwei wählen, dann nehmen wir noch die Blitze mit rein. Und mit dem Pegasus reisen wir dann zu unseren Zielen. Hier ist etwas, was ich sehr cool finde. Und zwar scheint es in der zum Full Release dann prozedural generierte Level zu geben. Obwohl, ja, in dem Spielmodus frage ich nach der Sinnhaftigkeit. So, jetzt hat man hier zwei mögliche Auswahlen zu treffen mit verschiedenen Belohnungen. Ich denke, davon hängt auch die Schwierigkeit ab. Raumbelohnung hier 1430 Gold, ein Fähigkeitspunkt. Wir nehmen mal das hier. Werden dann auf die Map geschmissen, wo es eigentlich direkt losgeht. Also das ist so eine Art... Es ist so eine Art, ja, wie Vampire Survivor. Jetzt so kartenbasiert. Man muss so und so viele Gegner besiegen und kann dann die Karte verlassen. Gameplay-mäßig sieht das dann total übertrieben aus. Da hat der Meteorit geprockt. Und ja. Lasst es einfach mal auf euch wirken.
Part. Ja, wir haben die Stage anscheinend geschafft. Und an der Stelle möchte ich schon gleich was sagen. Es ist natürlich Geschmackssache, aber für mich viel zu viel Effekte, Explosionen, sonst was. Kann ja jeder bevorzugen, wie er möchte. Es wird nicht mein Spiel sein. Ich spiele auch nicht dieses Vampire Survivor und sowas. Ich habe das hier nur geladen, weil mir wurde es in Steam vorgeschlagen. Und ich dachte, oh cool, das sieht aus wie Titan Quest. Aber das Einzige, was es mit Titan Quest zu tun hat, ist das Setting. Und zwar alles dieses altgriechisch-mythologische. Zurück zum Spiel selber, wie es abläuft. Wir haben jetzt die Welle geschafft und die Möglichkeit, uns hier ja unsere Fähigkeitspunkte zu verbrauchen. So, das wäre jetzt hier in dem Fall beim Bogen. Habe ich jetzt die Himmelspfeile einmal aufgewertet und könnte hier jetzt 2000 Goldpunkte in Skills ausgeben. Und bleibe mal im offensiven Reiter. Und ich denke, die Bewegungsgeschwindigkeit ist wahrscheinlich nichts Verkehrtes. Achso, wir müssen das ja erst kaufen, um dann auf die Bewegungsgeschwindigkeit zu kommen. Angriffsgeschwindigkeit könnten wir auch mit reinnehmen, ne? Aber ich spare das Geld erstmal auf. Dann schauen wir noch hier in die Truhe, können dann noch was upgraden. Das verringert die Abklingzeit und den Mana-Verbrauch für Medusa, aber wir machen mal hier die Abklingzeitverringerung für Apollo. Der Skill, der ist ziemlich gut. Und reisen dann weiter und schalten so Level für Level immer frei. Und ich denke mal, das funktioniert dann ähnlich wie in so einem Mobile-Game, dass man halt immer auf der Karte sich weiter vorarbeitet, bis man dann, keine Ahnung, im Olymp ist oder so. Wer weiß, wer weiß. So, hier nehme ich einfach mal die Map. Und da sind wir wieder mitten im Battle. Ja, und auch die Stage haben wir geschafft. Wir kriegen wieder oben rechts, sehen wir unsere Belohnung. Und können jetzt wieder zum Händler wieder skillen. Ja, unsere Angriffsskills verbessern. Hier haben wir wieder so ein Upgrade-Dingen. So, und können dann unsere Belohnungen praktisch in hoffentlich sinnvolle Verbesserungen investieren, um es, ja, in den darauffolgenden Leveln einfacher zu haben. Ob es da Bossfights zwischendurch gibt oder so, weiß ich nicht. Ich denke schon. Natürlich werden die Gegner von Level zu Level fordernder. Elite-Begegnung, das gucken wir uns mal an, wie schwer das ist. Hephaestus will lay to act. Das müsste ja sowas wie ein Bossfight sein.
nights on the Elder Road. No shelter. Ja, war länger. Da gab es ein paar Gegner, die haben wesentlich mehr ausgehalten. Das waren wohl die Elite-Gegner. Und ja, jetzt geht's wieder dazu. Zurück zum Händler. Aufskillen. Hier auch nochmal eben. Jetzt haben wir 3000. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal so ein, eine dicke Verbesserung leisten. Öffnen das Elite-Upgrade. Himmelspfeile plus 20% Mana zu Schaden. Und dann geht's wieder auf den Sattel, ne? Und so schwingt man sich von Level zu Level durch Welle und Horden von, ja, Kreaturen, um irgendwann sein Ziel zu erreichen, welches auch immer es sein wird. Ja, ich muss sagen, es macht Spaß. Schon. Die Effekte stören mich persönlich, aber das will ja nichts heißen. Ansonsten, diese Art von Genre ist nicht meins. Aber dennoch, wer Vampire Survivors oder dieses andere, wie heißt das, dieses Roboter-Spiel, da ist man so ein Roboter und muss immer auf Planeten und kann sich dann dementsprechend upgraden. Das ist auch so wie Vampire Survivors, das ist auch so ein in dem Genre angesiedelt. Also wer diese Spiele mag, kann mit dem Spiel definitiv was gefunden haben, also das kann ich mir gut vorstellen. Mir persönlich gefällt das Setting auch, die Grafik ist gut. Effekte too much, wie ich schon sagte, für meinen Geschmack. Aber ich denke, es wird viele, viele Freunde finden, das Spiel. Gut, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr darüber denkt. Findet ihr generell solche Spiele interessant? Oder ja, wo seht ihr euch am liebsten vor dem Monitor? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye, bye.